gesehen? Das hat sogar geklappt. Hallo, ich bin Emma und ich wollte schon immer mal rhythmische Sportgymnastik ausprobieren und das kann ich heute endlich. Denn ich bin beim ersten VfL Fortuna Marzahn, heute mit der Natalia, das ist die Trainerin. Die wird mir das heute mal zeigen und ich würde sagen, dann mache ich mir einen Zopf und dann geht's los. Ich bin ja super ungelenkig, sowieso schon. Und wenn man dann noch die kleinen Mäuse sieht, die das jeden Tag sich dehnen und strecken, dann ist das natürlich noch offensichtlicher, wie unbeweglich wir sind. Nicht schlecht, ist glaube ich genug. Der Ball ist auf jeden Fall einfacher als die Ballettdehnungen. Aber bei euch sieht das alles noch ein bisschen eleganter aus als bei mir. Ich glaube, das ist die Übung. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Und die Kleinen sind viel besser als ich. Manche sind schon mit 3,5 eingestiegen eigentlich. Manche sind ein bisschen größer. Du sagst, wow, es sieht so fasziniert aus und ich möchte auch das auch ein bisschen lernen. Dann können wir auch was vorzeigen, ja? Ja, also ich würde gerne mal wissen, ich würde die gerne mal in die Luft werfen und versuchen zu fangen. Okay. Weil das sah echt cool aus. 60. Okay, mit links ist dann schon nicht mehr so einfach wie mit rechts. Okay. Ich fand es eigentlich ganz lustig. Also ich muss sagen, ich habe mich gefreut, wenn ich sie gefangen habe. Aber es war auch ein bisschen traurig zu sehen, dass die 5-jährigen Kinder die Keulen fangen und ich nicht. Mann! Das sieht so einfach aus. Ha. Fast, oh. Dann wurde hier 2 gleichzeitig. Um Gottes Willen. Naja. Oh. Oh. Bravo! Die ganz Kleinen trainieren 2-mal pro Woche, ein bisschen, also 3, 4, 5-Jährigen. Diejenigen, wer hat die Perspektive, die trainieren 3-mal oder 4-mal pro Woche. Also sie wirft ihn nach vorne und dabei gleich wieder zurück. Also wir nehmen schon ein bisschen mehr Kraft aus. Ja, nicht schlecht, noch mehr nach vorne lassen. Oh! Hey! Ja, habt ihr das gesehen? Das hat voll gut geklappt. Tja, das ist meine Übung. Ja, als ich klein war, habe ich immer Hula Hoop gemacht und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass wir diesen Schwung auch früher mal ausprobiert haben. Freut mich sehr, wenn die was versuchen und es klappt nicht und dann auf einmal es klappt und die freuen sich unglaublich, scheinen und ich freue mich auch mit, weil ich habe es beigebracht. Ich esse richtig gern Käsekuchen und die Mädchen hier, die sind alle so, so klein und dünn. Gibt es da ein Mindestgewicht, ein Höchstgewicht in dem Sport? Ja, natürlich muss man schlank aussehen. Muss man achten, was man isst, auf jeden Fall. Und Hauptsache kein Spaghetti abends, kein weißen Teig. Also wenn du willst Käsekuchen, ist es möglich, kannst du essen, aber lieber früh und morgens. Ja? Okay, ja. Gut. Aber ich muss nicht ganz darauf verzichten, wenn ich rhythmische Sportgymnastik betreibe. Nein. Ich muss sagen, am besten gefallen hat mir eigentlich die Atmosphäre mit den Kindern. Also die haben mich super aufgenommen und auch wenn meine Übung nicht geklappt hat, keiner hat einen ausgelacht oder so, sondern man hat es einfach nochmal versucht.
ich habe heute richtig viel gelernt und ich werde morgen bestimmt richtig Muskelkater haben. Da sage ich danke, Mädels, dass ich bei euch hier mal reinschauen durfte. Und wenn ich mal wiederkommen will, wollt ihr mich dann auch da haben? Ja! Gott sei Dank. Dann sage ich tschüss an euch und tschüss an euch.